Bevor es losgeht, hier spricht euer nicht abgefuckter Günther, nachdem er gerade auf die Direct reagiert hat. Ich wollte nur sagen, dass ihr euch nicht wundern sollt, vor allem wie der Anfang und sowas aussieht, weil ich eigentlich ganz normal im Livestream zugucken wollte, aber es hat nichts hingehauen und letztendlich habe ich das Video jetzt direkt nach Beendigung angeguckt, aber war wegen dem Ganzen auch schon ziemlich abgefuckt und alles. Und ich will jetzt ja nicht viel vorwegnehmen, aber viel besser gemacht hat's das jetzt halt nicht. So, ich habe in meinem Leben schon viel erlebt, das einfach behindert war. Aber das überschreitet alles. Sorry für den Cut. Das Geile ist nämlich, ich hab's jetzt noch ein bisschen probiert, hab zum Glück nebenbei nichts von der Direct mitbekommen. Und dann dachte ich, ich hab's endlich. Und dann war nach 8 Minuten die Direct zu Ende. Also, ich weiß nicht wirklich, was vorkommt. Ich guck mir das jetzt nochmal hier von vorne im Video im Nachhinein an. Aber das, 8 Minuten, das kann nichts werden. Ich bin gerade scheiße gelaunt, also sorry. Aber ich glaube echt nicht, dass Nintendo da irgendwas mitreißen kann. Welcome to the Pokémon Direct. I'm Ishihara from the Pokémon Company. Ich weiß. Today, I would like to share some very special information with all of you. Boah, so besonders. Pokémon trainers all around the globe have already enjoyed many adventures in various regions of the Pokémon world. Along the way, trainers have encountered many different Pokémon, battled against countless other Pokémon trainers, and experienced stories all their own. And this year, a new Pokémon journey will begin for all of you. Sowieso November wie jedes. We've prepared a special video to welcome you to the setting of your next adventure. Mystery Dungeon wurde natürlich nichts gezeigt. Please take a look. Weil in der Zeit haben die, wenn die Glück haben, gerade das Wichtigste zum Neuen durch. Okay, das sieht aber ganz gut aus. Naja, den Sprite mag ich nicht so. War ein bisschen laut, glaube ich. Also die Umgebung erinnert mich teilweise hier im Trailer schon ziemlich an Sonne und Mond, muss man sagen. Also, hier ist vor allem dieser Eisbreite, weil es vom Grafik geht. Nur halt nochmal schärfer. Superstadion verstehe ich immer noch nicht. Die Höhle, das sieht aber cool aus. Und dieses, das da im Gras gemalt war. Was ist das? Eins der legendären Pokémon? So, hier bin ich gerade rausgeflogen. Und das ist wohl der Feuerstarter. Sieht schon mal okay aus. Ist nicht krass oder so, aber... Was? Okay. Ah, Fragezeichen, man hatte dasselbe Problem wie ich und... Nee, ein Affen-Pokémon ist nicht meins. Ich denke, da will ich am ehesten den Wasserstarter nehmen. Pokémon Schwert und Schild. Das sind also die Namen. Today, we are pleased to announce all new entries in the main series of Pokémon RPGs for Nintendo Switch, Pokémon Sword, and Pokémon Shield.
And for an introduction to the adventure that awaits you in these games, I'd like to ask this next guest to tell you more. I'm Junichi Masuda from Game Freak, and I have been working as the producer for these titles. Right now, we at Game Freak are hard at work on the development of Pokemon Sword and Pokemon Shield. For the veteran Pokemon trainers who have experienced so many adventures with us up until now, for the new trainers who held a Pokeball for the first time in the Pokemon Let's Go Pikachu game or the Pokemon Let's Go Eevee game, and for all those out there looking to become Pokemon trainers for the first time. These games will be new entries in the Pokemon series, role-playing games that will get any player fired up and excited. Since these are new entries, naturally, you'll find that they take place in a new region, with never-before-seen Pokemon living there, and new adventures you've yet to experience. So let's turn to the director of these games, our own Mr. Omori, to hear more. I'm Shigeru Omori from Game Freak. I'm working as the director for Pokemon Sword and Pokemon Shield. The setting of these games is known as the Galar region. Galar is an expansive region with many environments, containing idyllic countryside and contemporary cities, vast plains, and craggy snow-covered mountains. The people and Pokemon live here, and they've worked together to develop the industries in the region. Here in this region, you'll visit gyms with the newly discovered Pokemon. You choose to be your first partner, nein. Aiming for the enviable and... Einfach nein. Du bleibst auf diesen verkackten 720. Sonst werde ich ja aggressiv. Alter, wenn das so läuft, react ich auf gar nichts mehr. Auf den Scheißdreck, Alter. An admirable title of champion. Arenen, wow. So let's get to know the Pokemon that could be your next partner. The chimp Pokemon, Grookey. This mischievous Pokemon is full of boundless curiosity. The rabbit Pokemon, Scorbunny, which is always running about, bursting with energy. And the water lizard Pokemon, Sobble. It's a bit timid, shooting out attacks as it hides itself in the water. You'll choose one of these distinct Pokemon to be your trusty partner and set out across the Galar region on a new adventure. Along the way, there will be many more never-before-seen Pokemon waiting to meet you and be discovered. As we work on the development of these games, our goal has been to create the greatest Pokemon experience yet. We're challenging ourselves to try new things, while still treasuring what makes Pokemon special. So we hope you'll all be looking forward to the adventures awaiting you in the Galar region. So, what did you think? Pokemon Sword and Pokemon Shield will be released simultaneously worldwide in late 2019. And that's not all you'll have to look forward to in 2019. We've got plenty in the works for the Pokemon brand. Thank you all for tuning in today. Das war's jetzt. Ja. Ich muss sagen, wenn die nicht diesen letzten Satz gebracht hätten, dass für 2019 noch was von Pokémon in der Mache ist, was ein Mystery Dungeon sein könnte, dann würde ich diesen Raum sofort verlassen. Man muss der Ehrlichkeit halber sagen, es war jetzt nicht so schlecht, aber Junge! Ihr habt dafür jetzt keine eigene Direct gemacht. Hallo? Ihr habt einen kurzen Überblick über die Region gegeben und uns drei, verdammt nochmal,
hässliche Starter vorgestellt. Ein Applaus von mir an Nintendo. Ich werde mir das Spiel am Ende zwar holen, das ist klar, aber Gott, hättet ihr das nicht mit in die letzte Nintendo Direct packen können, Alter. Die ist 2 Wochen her. Oder dann halt vielleicht auch in die nächste, wenn euch das zu früh war. Aber doch nicht. Nein. Einfach nein. Will ich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Ich freue mich auf die nächste Nintendo Direct, wenn hoffentlich etwas mehr kommt. Und vielleicht endlich Mystery Dungeon. Ja, ciao. Ich denke sogar, ich werde am Anfang wahrscheinlich eine Information eingefügt haben.